damit begrüße ich euch recht herzlich zum ersten Video vom, ja, jetzt richtigen, vollwertigen Europa Universalis 4. Ja, ich freue mich, es ist jetzt endlich rausgekommen. Ich habe eigentlich gedacht, das kommt schon heute Nacht raus, aber es ist doch jetzt erst nachmittags rausgekommen. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich hier an. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, Schweden zu spielen, weil ich gemerkt habe, also eigentlich wollte ich Mailand spielen, aber ich habe gemerkt, dass Mailand hier in Europa Universalis 4 deutlich schwerer geworden ist als in Europa Universalis 3 und ich jetzt noch nicht so eine etwas anspruchsvollere Kampagne spielen will beim ersten Spiel. Das ist vielleicht nicht so gut, aber ich würde sagen, wir machen erstmal hier ganz kurz die Einstellungen und ich spiele gleich auf schwer, weil das sonst ein bisschen einfacher ist normalerweise. Iron Man Modus. Das Spiel kann nicht neu geladen werden. Pro Spiel ist nur ein Speicherstand möglich. Okay, nee. Ich werde zwar nicht neu laden, aber das ist ja nur voll. Da kann ich nicht speichern, nachdem ich auch mal fertig ist. Das ist zufällig gespeichert. Nee, das ist dumm. So, ja, Europa Universalis 4, wir haben jetzt hier auch die ganzen Startdaten. Bis zum revolutionären Frankreich, bis 1992. Haben wir jetzt schon mal in diesem Russland. Dann die Großmächte Frankreich, Großbritannien, Österreich und Preußen. Das ist ja der Commonwealth, wird immer kleiner. Der Stand natürlich hier, 1444. Der Aufstieg des Osmanischen Reiches. Ja, ein Part-0-Video quasi, in dem eigentlich nur die Lage von Schweden jetzt beschrieben wird. Also ich starte jetzt schon mal und ja. Wir sehen jetzt hier Schweden natürlich schon relativ groß am Anfang. Allerdings natürlich hier in Skandinavien sind die Provinzen jetzt nicht so toll. Bei Schweden und allgemein bei Skandinavien sind sogar, glaube ich, die einzigen Provinzen, die noch nicht überall Festungen haben. Man sieht hier, wo uns noch Festungen fehlen, und zwar da, hier und dort. Also uns fehlen schon noch einiges an Festungen, die wir noch aufbauen müssen. Aber allgemein, das Wichtigste am Anfang erstmal zu Schweden ist, ja, wir sind in einer Personalunion mit Dänemark und Norwegen ist auch in einer Personalunion mit Dänemark. Ja, kann man hier sehen, wenn man hier auf Dänemark geht und dann die Diplomatiekarte mit Y aufruft. Kann man hier sehen, wir sind hier beide in einer Personalunion mit Dänemark. Und Holstein ist hier Vasalle von Dänemark. Ja, was ist eine Personalunion? Im Prinzip heißt das einfach, dass der dänische König unser Land regiert und das norwegische Land. Aber wir halt noch kein Teil von Dänemark sind. War ja historisch auch öfter so, dass zum Beispiel, oder was heißt, das war zum Beispiel einmal historisch so, dass der Kaiser, dass der König von Frankreich auch mal der Kaiser vom Heiligen Römischen Reich war, aber im Endeffekt sind es trotzdem dann, nachdem der Tod war, wieder auseinandergegangen. So genauso ist, funktioniert hier die Personalunion quasi auch, nur dass es nicht zwangsläufig auseinanderläuft, wenn der König stirbt. Wir sehen hier, das ist hier Christopher der Dritte von Wittelsbach. Wir haben keinen König momentan, weil er eben auf unserem Thron sitzt. Das ist erstmal ziemlich schlecht, weil wir nämlich dadurch sehr eingeschränkt sind. Natürlich erstmal müssen wir in alle Kriege eintreten, die Dänemark anführt. Außerdem kommen wir dann natürlich nicht so einfach raus. Und wir sind keine freie Nation. Wir können jetzt hier gucken, wir können zum Beispiel keinen Krieg erklären gegen andere Nationen und auch kein Bündnis schließen, glaube ich. Ja, wir sind ein Vasallenstaat, das liegt nicht in unserer Hand. Also wir sind außenpolitisch ziemlich abgeschnitten, aber innenpolitisch haben wir noch volle Macht über unser Land. Es ist jetzt so, Schweden hat am Anfang hier oben eine Kolonie, Lappland.
die auch andere Kultur hat und auch andere Religion. Also da gibt es ein paar Probleme, außerdem kostet es natürlich auch einiges. Dann, wie ich ja schon gesagt habe, es sind hier noch einige Provinzen unbefestigt und die Armee ist auch nicht voll ausgebaut. Allerdings hat Schweden ein ziemliches Potenzial, was den Handel angeht, weil sie nämlich hier im Ostseehandel sehr mächtig sind, die zweitmächtigste Nation, und es kann noch ausgebaut werden, wenn man hier noch ein bisschen was erobert. Dann hat man außerdem, soweit ich weiß, hier, ja genau, man hat hier Kernprovinzen auf Halland und Jane und hier, wie spricht man das denn aus? Plökinge oder so, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, die man rückerobern sollte auf jeden Fall. Das Problem dabei ist natürlich, wenn man aus dieser Personalunion ausscheiden will und es nicht durch Glück schafft, weil der König stirbt und man dann aus der Personalunion ausscheidet, muss man Krieg führen. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir sehen hier, die Dänen haben 11.000 Mann und die Norweger haben 6.000. Das heißt, es sind, wenn wir unsere Armee maximal ausgebaut haben, also maximal bis 15.000 am Anfang, 15.000 gegen mindestens 17.000, was mit Sicherheit noch mehr werden wird, weil die Dänen, glaube ich, auch ihre Armee ausbauen können. Was ganz wichtig ist, man sollte noch einen Bündnispartner möglichst stark kriegen. In Europa und der Saal des 3, ja genau, konnte man da immer Novgorod-Bündnis schließen. Allerdings hat man jetzt hier eine feindliche Haltung gegenüber Novgorod, was bedeutet, wir können kein Bündnis schließen, weil wir dann minus 1000 Punkte bekommen. Das heißt, damit müssten wir erstmal, bevor wir ein Bündnis schließen können, die Beziehung verbessern, und das dauert zu lange. Bis dahin ist der Krieg ja wahrscheinlich schon vorbei. Was auch noch ganz wichtig ist, wir haben auch flottentechnisch sind wir unterlegen. Sie haben deutlich mehr Schiffe als wir, weil sie ja eben mehrere Nationen sind. Also wir sehen hier die norwegische, die dänische Flotte 19 Schiffe, die norwegische 10, und wir haben gerade mal 14. Unser Limit liegt bei 16, also wir könnten noch zwei Schiffe bauen. Haben auch noch keine großen, nur leichte Schiffe, Galeeren und Transportschiffe, während die Gegner Dänen haben auch leichte Galeeren, aber die Norweger haben drei Großschiffe und vier leichte Schiffe. Also das werden wir nicht schaffen, da voranzukommen. Allerdings hat man am Anfang relativ viel Geld mit 100 Dukaten und auch einigermaßen akzeptables Einkommen mit plus 5. Das heißt, man kann sich erstmal drei Level unserer Berater leisten, was auch schon mal sehr schön ist. Natürlich das Ziel von Schweden, oder der Schweden-Kampagne, ist natürlich erstmal jetzt auf kurze Distanz von Dänemark zu befreien und dann möglichst unsere Kernposition zu erobern, also hier die drei zu Schweden und dann hier Jämtland. Das sind unsere Kernposition. Wenn wir die erobert haben, ist mittelfristig unser Ziel, Norwegen zu erobern. Danach Dänemark oder umgekehrt, und dann möglichst Holstein in der Einflusssphäre zu behalten, also entweder als Vasalle oder mindestens mal als Verbündeter, damit es nicht vom Reich irgendwie annektiert wird oder sowas, weil das dann quasi unser Brückenkopf ist in Richtung europäisches Festland. Wenn wir das geschafft haben, haben wir jetzt hier Island schon einen ganz guten Vorposten zum Kolonialisieren. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich nach Amerika kolonialisieren will, weil, wieso können wir denn hier schon was sehen? Okay, das ist ja merkwürdig. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir nach Amerika kolonialisieren wollen, weil es früher meistens so war mit Schweden, dass man ja dann aus Amerika meistens rausgeschmissen wurde von so Nationen wie England oder Frankreich oder Kastilien, obwohl die meistens ja in Südamerika sind. Ja, das ist halt dann die Frage. Aber insgesamt wird unser Schwerpunkt liegen auf, ja, erstmal europäischer Expansion am Anfang, die ersten 100 Jahre wahrscheinlich, bis wir Skandinavien vereint haben. Und dann müssen wir uns behaupten gegen den deutschen Orden, um die Vorherrschaft im Ostseeraum zu bekommen.
was vor allem den Handel betrifft, weil wenn wir hier noch Provinzen erobern, sehen wir hier, die sind hier momentan 2, ja, zwei, ein paar zerquetschte Punkte, Einflusspunkte vor uns. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen vorankommen und hoffen, dass eventuell auch Polen oder Litauen den deutschen Orden hier ein bisschen schwächt, zum Beispiel das hier erobert, aber wir wollen auf jeden Fall solche Städte wie Danzig eventuell erobern, weil erstmal das sehr starke Vorposten sind und sie außerdem eine extrem hohe Basissteuer haben. Hier, die hat 18 Basissteuer und hier Ostpreußen hat immerhin 7. Also Danzig ist natürlich am wichtigsten hier momentan. Allgemein sind es hier relativ gute, also hier drei gute Provinzen, Danzig, Marienburg und Ostpreußen, sind unsere Ziele gegen den deutschen Orden. Und wenn wir dann hier die Handelsvormacht haben, können wir dann übergehen auf Lübeck. Lübeck ist hier unten. Dafür müssen wir auf jeden Fall Dänemark erobert haben und am besten auch Norwegen, damit wir hier dieses Stück hier noch haben, womit wir dann auch wieder relativ gut sein werden in der Ostsee. In der Nordsee, meine ich natürlich in der Ostsee. Ja, das ist erstmal die handelstechnische Lage. Dann, was hier den anbetrifft, werde ich wahrscheinlich als erstes, ja, ich schwanke so zwischen den expansionistischen Ideen und den Offensivideen oder den Qualitätsideen, weil wir am Anfang natürlich sehr viel Landmilitär brauchen und vor allem qualitatives Militär, weil wir eben nicht so viel Geld haben mit Skandinavien. Deswegen brauchen wir hochwertige Truppen und nicht viele. Weil die Provinzen natürlich nicht so profitabel sind, nicht so viele Leute dort leben. Dementsprechend können wir uns kein riesen Militär leisten, wie Russland oder Frankreich oder solche Nationen, sondern brauchen qualitatives Militär. Deswegen wäre hier zum Beispiel Qualität mit Infanterie, Kampffähigkeit oder erstklassige Ausbildung hier, Moralregeneration und dann nochmal Kavalleriekampffertigkeit. Also das wäre alles schon ganz schön. Offensivideen wäre natürlich auch nicht schlecht, für bessere Anführer und auch mehr Soldaten. Allerdings wollen wir nicht mehr Soldaten, aber das ist auf jeden Fall auch schon mal nicht schlecht für den Nahkampf. Außerdem gibt es natürlich hier beim letzten auch Disziplin, aber das kriegen wir dann erst so spät, dass das im Endeffekt nicht mehr so viel ausmacht. Dann, was noch wichtig ist, sind die expansionistischen Ideen, eben für den Kolonisten. Den Kolonisten kriegen wir natürlich auch auf die Decke Ideen. Da müssen wir dann gucken, aber ich denke, ich werde als erstes hier auf eine der militärischen Ideen gehen. Ich bin noch nicht ganz sicher, entweder Qualität oder Offensiv. Auf jeden Fall wird dann unsere zweite Idee hier bei den diplomatischen Ideen Teil sein. Und zwar, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder wir fokussieren uns erst auf Handel und kolonisieren das später, wodurch wir unsere Möglichkeiten in Nordamerika wahrscheinlich verlieren, weil wir normalerweise dann schon alles dekolonisiert haben. Da ist relativ viel, wo ich sich nicht mit Stimmung zu kolonialisieren. Könnten dann aber natürlich als erster zum Beispiel hier unten Madagaskar und dann eventuell hier uns auf Afrika und den ozeanischen Raum fokussieren, indem wir dann als drittes vielleicht dann hier nochmal irgendwie Wirtschaft oder administrativ machen für mehr Geld und dann hier Entdeckerideen. Aber das wird sich da alles noch ausstellen. Auf jeden Fall werde ich, glaube ich, meinen Fokus nicht auf Nordamerika legen, weil wir das wahrscheinlich zeitlich nicht schaffen werden mit Schweden. So, was gibt es noch? Mannstärke hat man, glaube ich, deutlich mehr als bei EU3. Da hat man erst am Anfang, glaube ich, nur 10.000 gehabt. Hier hat man jetzt 27.000. Knapp 28.000. Also militärisch ist Schweden schon ein bisschen stärker als früher. Ja, das waren jetzt kurzfristige
und mittelfristige und langfristige Ziele. Eigentlich in Europa kann man nicht so viel expandieren eigentlich. Man muss halt immer auf die Kultur achten, wenn man hier sieht, der Kulturkartenmodus. Eigentlich, was von der Kultur her für uns richtig ist, ist eigentlich nur dieses hier, dieses hellblaue. Das ist die skandinavische Kulturgruppe. Allerdings haben wir natürlich hier auch schon in Finnland ganz viel. Das heißt, dort können wir... Hoppala. So. Dort können wir auch erobern. Das heißt, man erobert dann halt eben alles, was zum heutigen Skandinavien gehört. Am besten. Also hier, sagen wir so, das... Und wenn man die Möglichkeit hat, dann noch hier ein bisschen was von Russland, obwohl das nicht unbedingt sein muss, dass man das schafft. Ins Reich würde ich gar nicht expandieren, jedenfalls nicht im Early Game oder im Mid Game, das wäre sinnlos, die würden uns zerstören wahrscheinlich dann. Da würden dann solche ankommen wie Böhmen oder Österreich, die uns dann komplett vernichten. Aber gegen den deutschen Orden kann man noch expandieren. Das sind die europäischen Expansionen, die man machen kann. Viel mehr kann man da nicht machen. Dann gäbe es die Möglichkeit, in Nordamerika den Norden zu kolonialisieren, weil wir eben Island haben. Dementsprechend brauchen wir nicht viel Kolonialreichweite. Heißt, wir können sofort Grönland und dann den Norden kolonialisieren. Allerdings ist der Norden nicht wirklich profitabel. Es dauert Ewigkeiten, bis sich der Norden, also Kanada, ja, einigermaßen auszahlt. Das lohnt sich eigentlich nicht. Es wäre wahrscheinlich besser und ich denke auch, das werde ich tun, uns als erstes auf Handel zu fokussieren und dann auf Afrika und Ozeanien zu kolonialisieren, eventuell dann noch in Asien irgendwie. Vielleicht das ostindische Handelshaus gründen. Allerdings weiß ich hier natürlich noch nicht, wie das hier funktioniert, weil es natürlich durchaus sein kann, dass es geändert ist. So, dann werde ich jetzt hier den Part beenden. Morgen wird es dann losgehen mit dem richtigen Gameplay. Ich werde bis dahin noch ein bisschen anspielen, mit ein paar anderen Nationen vielleicht auch noch. Das werde ich mir dann angucken. Ja. Ich hoffe, das jetzt gefallen. Ich hoffe, es wird auch noch rechtzeitig abgelaufen, weil es ist nämlich jetzt schon ein bisschen spät. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Auf jeden Fall sehen wir uns dann morgen. Und wer will, kann auch gerne, oder wer will, also ihr könnt, ihr solltet mich unterstützen, wenn ihr wollt. Boah, dieser Satz. Indem ihr das Video liked, damit Video möglichst relativ weit oben in den Rankings ist, damit eventuell mehr Leute hier zugucken, weil ich denke, dass ja, dass das Let's Play recht gut sein wird. Also wer will, darf gerne liken. Gut, dann sehen wir uns morgen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!